Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Leute. Und zwar geht es mal heute wieder ein weiteres Video für euch. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es mal heute um die wöchentlichen Challenges von Woche 9, die ja diese Woche Freitag wieder released werden, Leute. Und um die neuen High-Stakes-Challenges, die ja auch mit dem kommenden Update am Donnerstag released werden. Und mit denen ihr dann bestimmte Belohnungen bekommen könnt und so weiter, Leute. Und falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da. Und vergesst dafür nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und let's go! Wie schon gesagt, reden wir mal heute über die neuen Woche 9 Challenges, die ja wie im Prä-Intro schon erwähnt am Freitag released, meine Leute. Aber davor reden wir mal noch über die neuen High-Stakes-Challenges beziehungsweise über das neue High-Stakes-Event, Leute. Die meisten wissen ja, was circa zu dem neuen High-Stakes-Event dazukommt, also das neue Wildcard-Outfit und der neue Getaway-Modus, aber es werden dann auch bestimmte Challenges kommen, mit denen ihr dann bestimmte Rewards, bestimmte Belohnungen bekommen könnt, und zwar will ich euch heute nochmal diese High-Stakes-Challenges präsentieren und zeigen, wie ihr dann diese Belohnungen bekommen könnt. Und ja, dort gibt es 3 High-Stakes-Challenges, 3 Stück an der Zahl, die geleakt worden sind. Und 2 werde ich auf jeden Fall euch die jetzt zeigen und euch sagen, was ihr als Belohnung zu dieser Challenge bekommt. Und zwar müsst ihr bei der ersten Challenge 10-mal den neuen Getaway-Modus spielen, Leute. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht so schwer und ihr bekommt jetzt auch nicht die beste Herausforderung. Und zwar bekommt ihr 5000 XP, Leute, für eben diese Challenge, Leute. Dann komme ich nochmal zur zweiten Herausforderung. Und zwar müsst ihr hier 500 Schaden an diesem Juwelenträger verursachen. Und zwar wissen ja die meisten, dass ihr bei diesem neuen Getaway-Modus ein Tresor looten müsst. Und in diesem Tresor, oder falls ihr diesen Tresor gelootet habt, bekommt ihr ein Juwel, also ein Juwel-Lama. Und dieses Juwel-Lama müsst ihr zu eurem Bus tragen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und während dieser Zeit können natürlich beballert werden, also angeschossen werden. Und eben hier kommt diese Challenge zum Einsatz. Und zwar müsst ihr hier eben 500 Schaden an diesem Juwelenträger verursachen, also natürlich an einem Gegner. Und falls ihr diese 500 Schaden geschafft habt, was relativ viel ist, Leute, bekommt ihr ein Spray. Und zwar bekommt ihr das Spray, was man hier schon am Foto sieht, was ich hier nochmal kurz einblenden könnt. Und dieses Spray bekommt ihr dann, wenn ihr diese Challenge geschafft habt. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zur letzten, zur dritten Herausforderung, wo ihr dann gleich mal 2 Belohnungen bekommt. Und zwar müsst ihr hier 5-mal in einem Match diesen Juwel aus einem Tresor aufsammeln, Leute. Sollte jetzt nicht so schwierig sein, wahrscheinlich leichter als die zweite Challenge, aber ihr bekommt dafür eine richtig geile Belohnung. Und zwar bekommt ihr hier erstmal den Money Trail, den wahrscheinlich einige von euch schon in bestimmten Videos auf Instagram oder auf anderen Plattformen gesehen habt. Diesen Money Trail bekommt ihr eben, falls ihr die dritte Challenge geschafft habt, also eben 5-mal diesen Juwel aufsammeln, und dann, wenn ihr alle 3 Challenges, alle 3 Herausforderungen geschafft habt, also abgeschlossen habt, bekommt ihr nochmal als riesengroße Belohnung die neue Crowback-Spitzhacke, die ihr hier auf diesem Foto seht, wo hier auch steht, complete all 3 Challenges. Genau diese Spitzhacke werdet ihr dann bekommen, falls ihr, wie schon gerade erwähnt, diese 3 neuen Challenges, die 3 High-Stack-Challenges geschafft habt. Und ja, das war es auf jeden Fall zu diesem High-Stakes-Event Kram, der dann auf euch am Donnerstag bis am Freitag zukommt. Und auf jeden Fall geht es auch dann nochmal dieses Wildcard-Outfit geben, das ihr euch ja erwerben könnt und das die meisten wahrscheinlich auch in den ganzen Clips und Packs gesehen haben. Auf jeden Fall war es das zu diesen ganzen High-Stakes-Herausforderungen, die, wie schon gesagt, mit dem kommenden Update am Donnerstag released dann, Leute. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir gleich nochmal zu den ganz normalen wöchentlichen Woche 9 Challenges, die aber gar nicht mal so basic sind. Und zwar bekommen wir, vielleicht wissen das einige von euch nicht, und zwar bekommen wir bei den Roadtrip-Herausforderungen nicht nur in Woche 7 diesen Roadtrip-Skin, sondern in Woche 9 bekommen wir einen bestimmten Gegenstand, einen geheimnisvollen Gegenstand, wenn wir eben 9 Wochen ab
abgeschlossen haben, eben von diesen Roadtrip-Herausforderungen, wussten vielleicht die meisten vielleicht noch gar nicht, wurde jetzt auch nicht auf den meisten YouTube-Videos erwähnt, aber ihr bekommt auf jeden Fall einen geheimen Gegenstand, wenn ihr 9 Wochen bei diesem Roadtrip abgeschlossen habt, ist auf jeden Fall mega krass. Wir werden natürlich dann am Donnerstag sehen, was dann auf uns zukommt, ob es eine Spitzhacke ist, ob es ein Backbling ist, ob es vielleicht doch noch ein Skin ist, werden wir dann alles am Donnerstag bzw. am Freitag sehen. Und ja, trotz alledem würde ich mal sagen, kommen wir gleich mal zu diesen Challenges. Und zwar haben wir wieder hier die kostenlosen Herausforderungen und die Battle Pass Herausforderungen. Die Battle Pass Herausforderungen sind natürlich wieder für die Leute, die sich den Battle Pass gekauft haben, und die kostenlosen für die Leute, die sich den Battle Pass nicht gekauft haben. Aber ich würde mal sagen, wir labern nicht so lang um den Brei herum und beginnen gleich mit den kostenlosen. Und zwar müssen wir hier bei der ersten Aufgabe 500 Schaden mit exklusiven Waffen an Gegnern verursachen. Ist es nicht so schwer. Wir haben den Raketenwerfer, wir haben den Grenade Launch, wir haben die Granaten, die Pump-Granaten und so weiter. Also sollte es nicht so schwer werden, die Challenge. Und die Challenge gibt uns ja auch nur 5 Sterne bzw. 500 XP, falls ihr sie abgeschlossen habt, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir nicht mal zu zweit. Und zwar müsst ihr einfach ein normales ATK verwenden, einfach einsteigen und dann habt ihr diese Challenge schon geschafft. Und zwar bekommt ihr hier dann 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zur letzten Herausforderung von den kostenlosen Herausforderungen. Und zwar müssen wir hier der Schatzkarte aus Shifty Chefs folgen, Leute. Und falls ihr diesen Stern eingesammelt habt, bekommt ihr 10 Sterne bitte um 1000 XP. Ihr könnt gerne meinem Kanal folgen, weil am Donnerstag werde ich zu dieser Herausforderung dann noch ein kleines Video raushauen. Dann kann ich euch zeigen, wo eben dieser Stern dann liegt. Dann könnt ihr gerne auch nochmal auf meinen Kanal kommen und dann wird es dieses Video dann am Donnerstag geben. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir gleich nochmal zu den Battle Pass Herausforderungen. Wie schon gesagt, für die Leute, die sich den Battle Pass gekauft haben. Und zwar sind hier wieder 4 Stück an der Zahl. Und zwar würde ich mal sagen, beginnen wir mit der ersten. Und zwar müssen wir hier 7 Truhen im Pleasant Park durchsuchen. Was eigentlich nicht so schwer ist, weil wir im Pleasant Park gibt es relativ viele Häuser. Es gibt viele Kisten. Und deshalb würde ich mal sagen, ist Pleasant Park jetzt nicht so ein schlimmer Ort für das Truhen suchen. Und falls ihr eben diese Challenge geschafft habt, Leute, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zur zweiten Challenge von den Battle Pass Herausforderungen. Und zwar müssen wir hier tanzen mit einem anderen Spieler in der Nähe von Loot Lake, Leute. Das wird auf jeden Fall eine tricky Challenge. Wird nicht schwer werden, aber ich weiß nicht, wie das jetzt ganz umgesetzt werden wird. Ob man da mit einem Gegner tanzen muss, ob man da mit einem Teammate tanzen muss. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne eure Idee zu dieser Challenge gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr interessieren. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass man mit einem Teammate entweder in diesem Haus von Loot Lake tanzen muss oder halt in der Nähe. I don't know, wie das umgesetzt wird. Das werden wir dann natürlich wieder am Donnerstag bis zum Freitag sehen, Leute. Und falls ihr diese Challenge geschafft habt, also falls ihr einmal mit einem Spieler in der Nähe getanzt habt, bekommt ihr 5 Sterne bis zum 500 XP, Leute. Dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zu den letzten 2 Challenges von den wöchentlichen Herausforderungen von der Woche 9, die natürlich auch gleichzeitig schwer sind. Und zwar müssen wir hier bei der ersten schweren Challenge 5 Sturmgewehr-Eliminierungen machen. Also mit einer AR oder einem anderen Sturmgewehr. Und zwar müsst ihr hier eben, wie schon gesagt, 5-mal einen Gegner mit einem Sturmgewehr eliminieren, töten. Und dann bekommt ihr, falls ihr eben 5-mal einen Gegner eliminiert habt, 10 Sterne bis zu 1000 XP, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur letzten Herausforderung von dieser Woche, von Woche 9, die eigentlich gar nicht mal so basic ist. Und zwar müssen wir hier 3 Gegner in der Tomato Temple eliminieren. Das ist ja der neue Ort, der ja aus Tomato Town entstanden ist. Ist jetzt auch nicht so schwer. Der Ort ist jetzt nicht so unbeliebt. Ist ein geiler Ort, findet man relativ guten Loot. Und dort 3 Kills zu machen, sollte jetzt nicht so schwer werden. Und falls ihr diese Challenge geschafft habt, also falls ihr 3 Kills in Tomato Temple geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bitte und 1000 XP, Leute. Und ja, das war es auf jeden Fall auch schon mit den neuen Herausforderungen, mit den Herausforderungen von Woche 9, aber auch mit den High-Stake-Challenges, die ja am Donnerstag bzw. Freitag released werden, Leute. Und falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, cheerio, bye.